sind mir scheißegal. Denn Idiotensprache kann ich nicht verstehen und ich find's auch nicht fatal. So platt, wie ihr euch immer echauffiert. Dann die richtigen Probleme, die wir haben, völlig ignoriert. Seid so konditioniert und glaub ich träge und zu merken wir zu faul. Das gehört aufs Tiefste verurteilt und das ist eine ganz widerliche Tat und das zeigt, wie weit und wo wir in Deutschland gelandet sind, nämlich ganz unten, wie gefährlich der Islam ist, auch wenn man nicht mit allem einverstanden ist, was Michael Sturzenberger macht. Ich finde seine Lobeslieder an Israel finde ich auch nicht ganz so toll, aber er zeigt auf, was der Islam für eine Gefahr ist und dafür sollte er sterben. Und egal, ob in den Medien kursieren Sachen, ob der Polizist alles richtig gemacht hat oder die Kollegen, ganz ehrlich, in so einer Situation muss man auch erstmal gewesen sein, um richtig zu reagieren. Jetzt stellt euch vor, man steht an der Seite, ist nicht die ganze Zeit mit den Augen drauf gerichtet und auf einmal sieht man ein Messer. Da weiß man auch nicht, wie man darauf reagieren soll. Und wenn man sowas mal geübt hat oder in der Ausbildung beigebracht hat, ist nichts dasselbe wie in der Realität. Und deshalb würde ich sagen, es ist ganz wichtig, dass wir heute hier ein Zeichen setzen für den ermordeten Polizisten. Er war gerade mal 29 Jahre alt und ist durch einen radikalen Islamisten ums Leben gekommen, beziehungsweise umgebracht worden. Es waren dort mehrere Mordversuche, einer ist umgesetzt worden, Michael Sturzenberger ist auch sehr schwer verletzt. Es gab insgesamt 6 Verletzte. Wenn man überlegt, dass das ein Mann dort geschafft hat zu verrichten, ist das ganz, ganz heftig zu erleben, zu sehen, mit welcher Aggressivität und mit welcher Energie er auch mit dem Messer dort zugestochen hat. Viele kennen die Videos und das muss man ihm irgendwann mal beigebracht haben. Das war niemand, der das sich selber irgendwo vorm Spiegel beigebracht hat. Und wenn man sieht, dass es am selben Tag und auch am nächsten Tag Aufrufe von radikalen Islamisten gab, die ihn gehuldigt haben, ihn gelobt haben, dass sie ihm Geld schicken wollen ins Gefängnis, Essen und dass er in den Himmel kommt, dann muss ich sagen, dieses Viehzeug gehört ganz weit weg. Sie sind hierher gekommen, eigentlich als Flüchtlinge, aber in meinen Augen sind das keine Flüchtlinge. Flüchtlinge flüchten über eine Grenze und sind im nächsten Land und behalten dann dort erstmal dort den Aufenthalt und flüchten nicht über 7 oder 8 Grenzen, kommen hierher.
Das sind für mich radikale Islamisten, die genau aus diesem Grund hier sind, solche Taten zu begehen. Und sie rufen jetzt schon dazu auf, uns Deutsche zu bekehren. Und wer irgendwann nicht bereit ist zu bekehren oder bekehrt zu werden, soll umgebracht werden. Wir müssen jetzt handeln, liebe Gera, liebe Thüringer, liebe Deutsche, dass wir uns Deutschland nicht wegnehmen lassen. Wir müssen uns unsere Heimat zurückholen. Und ich hoffe, die Polizei weiß das zu würdigen, was wir auch heute hier machen. Wir sind nicht eure Feinde. Wenn die Polizisten dort in Mannheim mal so vorgegangen wären, wie zu Corona-Zeiten gegen uns, wäre das wahrscheinlich dort auch etwas anders ausgegangen. Aber heute ist nicht der Tag oder die Zeit für Vorwürfe. Das ist heute eine andere Situation hier. Und wir sprechen der Familie, auch den Kollegen, unsere herzlichste Anteilnahme aus. Sowas gehört sich nicht und man kann nur hoffen, weil dieser Täter hätte seit 2014 abgeschoben werden müssen, dass die Politik jetzt endlich reagiert. Aber sie macht es nicht. Die Medien berichten über den rechtsextremen Populisten Sturzenberger, der eigentlich selber dafür verantwortlich ist, dass es passiert ist, weil er die Islamisten kritisiert und dort provoziert. Ganz ehrlich, ich hoffe für diese Reporter und für diese Medienanstalten, gibt es irgendwann genug Latauen? Ich will es jetzt auch recht kurz halten, würde das Mikrofon Wolfgang Schmiedl aus Zwönitz übergeben. Wir waren am Sonnabend in einer recht großen Gruppe aus Gera, ca. mit 20 Mann in Zwönitz. Es hat zwischendurch angefangen zu regnen, es war wirklich eine tolle Demo. Danke dafür, Wolfgang, danke an die Freien Sachsen. Und hier ist dein Mikrofon. Hallo Wolfgang Schmiedl! Ein herzliches Glück auf aus Zwönitz! Wir sind heute zusammengekommen, und auf die scheußlichen Zustände in Mannheim und in ganz Deutschland aufmerksam zu machen. Unsere Gedanken sind bei der Familie des Polizisten. Doch man stelle sich mal vor, der Polizist aus Mannheim wäre von einem Rechten ermordet worden. Es gäbe TV-Ansprachen vom Bundespräsident, vom Kanzler, Großdemos gegen rechts, Sondersendungen, neue und schärfere Gesetze gegen rechts, AfD wären Mittäter. Und es gäbe Razzien gegen rechts in der ganzen Republik. Man stelle sich mal vor, ein Deutscher wäre in Kabul bei einer Kundgebung auf einen muslimischen Journalisten mit einem Messer losgegangen und hätte dabei einen afghanischen Polizisten und mehrere Moslems verletzt. Aber die mohammedanischen Täter, welche deutsche Mädchen und Frauen vergewaltigen, töten, belästigen und schänden, bekommen zum Dank auch noch einen Betreuer, weil sie anscheinend ein Mittelmeerkreuzfahrttrauma erlitten hatten und ihre vier zwangsverheirateten Pinguinkostümträgerinnen mit den 23 Kindern versorgen müssen. Wer kümmert sich denn um unsere Mädchen und Frauen oder die unzähligen anderen Opfer, ob mit Messer, Machete, Flaschenhälse oder Hammer? Doch die Innenfeser tönt im Spiegel, ich sehe keine erhöhte Gefährdung durch Islamisten. Und täglich werden weitere Terroristen eingeflogen nach dem Motto, die Partei, die hat immer Recht. Welche Schritte werden gegen Ausländer, welche straffällig sind, unternommen? Einfach nichts. Beweis: Der 25-jährige Afghane, der am Freitagabend am Kölner Tor in Siegen einen Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hat, ist wieder auf freiem Fuß. Aber auch die Täter der Terrororganisation Antifa können schalten und walten, wie sie wollen. Autos anzünden, Menschen verprügeln und schwer verletzen. Selbst Haftbefehle gegen diese Bettnässer und Analphabeten werden außer Kraft gesetzt, auch wenn sie Schäden in Hunderttausenden von Euros verursachen. Da, wo dieses Deutschland in der Gegenwart steht, was zwei Weltkriege nicht geschafft haben, das hat die teuflische vom CIA die regierte Merkel-CDU mit Massenmigration, Verarmung, Verblödung und Ausplünderung Deutschlands erreicht. Und die jetzigen Machthaber bringen es zu Ende. Die Innenfeser
muss ich die Frage gefallen lassen, warum ein Islamkritiker wie Stitzenberger nicht besser geschützt wurde, wodurch ein Übergriff auf ihn durch radikale Moslems vorauszusehen war. Wer in Deutschland gegen rechts ist, kann auf jede mögliche Unterstützung vom Staat und Behörden rechnen. Wer Islamismus kritisiert, ist dagegen vogelfrei. Eine Regierung, die einseitig den Gesellschaftsvertrag bricht, inneren Unfrieden und Not schafft und zum Krieg treibt, verliert die Befugnis, Gehorsam einzufordern. Und der Bürger hat das Recht und die Pflicht zum Widerstand. Lassen wir uns nicht länger von diesen negativ ausgewählten Schlangenölverkäufern und grünen fleischgewordenen Doppelzettern und Dummheit mit dem Verstand von 3 Meter Feldweg und einem IQ von unterhalb der Zimmertemperatur in Berlin und Dresden verarschen. Es reicht! Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Danke, lieber Wolfgang, dass du hier bist. Danke für deine Rede. Es ist immer wieder eine Ehre, wenn du da bist. Und was ich noch sagen wollte, was noch viel, viel schlimmer ist. Am nächsten Tag wurde dort eine Mahnwache abgehalten. Und es ist von den Grünen eine Gegendemo. Es gibt wirklich Menschen, denen sie so sehr ins Gehirn geschissen haben, die in Mannheim eine Gegendemo für die Mahnwache oder gegen die Mahnwache organisiert haben. Für Toleranz, gegen Hass und Hetze und für ein buntes Mannheim. Einen Tag vorher ist ein Polizist angestochen worden. Zu dem Moment war er nicht raus, ob er tot ist. Stürzenberger schwer verletzt und mehrere schwer Verletzte. Und dort gibt es nichts anderes zu tun, als diese rot-grün-links-versüffte Woke-Gesellschaft auf die Straße zu holen. Und da waren genauso viele, ich wollte jetzt schon sagen, das Wort mit K, aber Migranten dabei, die dort mitgemacht haben und haben einem JA-Anhänger, der die Demonstration dort mitorganisiert hat, einen großen Stein an den Kopf geschmissen, so dass es dort wieder einen schwer Verletzten gab. Und das sollte ich wirklich, oder muss man ganz einfach sagen, dieser grüne Anmelder dort, der gehört ein Leben lang eingesperrt, diese Ratte! Und deshalb ist es so schön, dass ihr, Gera, immer den Mut habt, hier auf die Straße zu gehen. Ich habe heute mit einem aus dem Stürzenberger Team geschrieben und habe ihn nach Gera eingeladen, sobald er genesen ist, dass er hier eine Veranstaltung machen kann, um über die Folgen des Islam aufzuklären. Und er hat gesagt und hat ausrichten lassen an euch viele Grüße. Und sobald er gesund ist, wird er nach Gera kommen. Denn er lässt sich dadurch nicht beeindrucken, genau wie ihr euch in den 3 Jahren durch nichts habt beeindrucken lassen. Da bin ich verdammt stolz auf euch. Danke, Gera, danke, liebe Gäste. Und jetzt könnt ihr eure Blume niederlegen, hinten am Wendestein. Und ich würde sagen, wir machen eine stille Schweigeminute für den toten Polizisten und für die Opfer von Mannheim. Und das waren nicht die einzigsten Opfer dieses Wochenendes. In Gotha ein Machetenangriff, eine schwangere Frau, deren Kopf geschossen wurde von ihrem islamischen Freund, mehrere Auseinandersetzungen im Clan-Milieu in Dortmund und in Essen, wo ich sagen muss, wo sind wir hier hingeraten und wo kommen wir noch hin? Wenn nicht endlich jeder vernünftige Deutsche, der noch ein bisschen Arsch in der Hose hat, aufsteht und sich die Heimat zurückholt, sind wir restlich verloren. Normalerweise müssten auch heute hier mindestens 5000 Mann stehen und ich sehe maximal 500. Aber auf diese 500 bin ich verdammt stolz. Danke! We'll be right back.
guten Abend, Gera. Ich denke, das war eine schöne Aktion heute mit den Blumen und ein ehrwürdiges Gedenken für das Opfer bzw. die Opfer von Mannheim und hauptsächlich für die Polizisten, dass auch die Gerer Polizisten gesehen haben, dass wir Anstand haben und dass wir die Guten sind. Ja, und obwohl jeden Tag auch in den Gerer Medien stand wieder drin, 11-jähriges Kind überfallen oder 2 11-jährige überfallen und die Rucksäcke ausgeräumt von irgendwelchen Afro-Typen oder Afro-Sinnbild, wie es immer in den Medien drin steht, wo ich sage, ey, Katastrophe. Am Sonntag gab es einen Vorfall auch, ich glaube, Nigerier war es gewesen, der mit einer Krücke dann die Beamten verprügelt hat. Und heute stand er als kleines Dankeschön nackt vorm Revier und hat gewunken und ist dann hier die Straße lang. Also muss ich sagen, das sind Zustände wie im Dschungel. Stellt euch mal vor, unsere Frauen oder unsere Kinder laufen hier lang und so ein schwarzer, farbiger, nackt kommt denen entgegen. Die kriegen einen Schock fürs Leben, echt. Und deshalb, mich freut es auch umso mehr, dass wir heute wirklich sehr, sehr viel Jugend dabei hatten. Wie lange nicht mehr. Und ich würde gern 2 Jugendlichen, die mir schon öfters aufgefallen sind. Einer von denen hat auch schon mal gesprochen. Der andere ist heute mit einem jungen Alternative Poloshirt hier durch die Massen und hat Deutschland zuerst Aufkleber verteilt. Und deshalb freue ich mich, die beiden jetzt auch hier begrüßen zu dürfen und würde gern das Mikrofon mal einen der beiden zuerst übergeben. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Okay. Okay. Deutschland, so wie wir es kennen und so wie wir unser Volk kennen, gibt es schon seit über einem Jahrtausend. Und egal was passiert ist, ob es Kriege waren, ob es Krisen waren, ob es Hungersnöte waren, egal was passiert ist, das deutsche Volk hat niemals ihren Glauben verloren und niemals aufgegeben. Und jetzt kommt so eine Hampelmann-Regierung, erst Merkel, jetzt Scholz, und wollen uns unser Deutschland innerhalb von einem Jahrzehnt wegnehmen. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Diese Volksverräter, Scholz, Baerbock, Habeck, die gehören alle eingesperrt. Und wisst ihr, was das Lustigste ist? Habeck hat nach dem Nike-Deal mit der DFB unseren Nationalspielern gesagt, ja, ich hätte von euch wirklich mehr Patriotismus. Hätte ich euch mehr Patriotismus zugetraut. Und das sagt ein Habeck, der, Zitat, Vaterlandsliebe schon immer stets zum Kotzen fand. Lasst euch nicht weiter verarschen von der Ampelregierung, von diesen Volksverrätern und wählt jetzt am 9.6. und im September zur Landtagswahl und am 2025 die richtige Partei und das ist nur die Alternative für Deutschland. Und jetzt gebe ich an den jungen Mann ab. Guten Tag. Ich finde es allgemein peinlich, wie man eine Mahnwache stören kann gegen einen Polizisten, der erstochen worden ist. Tut mir leid. Ich finde es einfach, wie kann man als Antifa gegen einen Polizisten sein? Das ist meine erste Rede, tut mir leid. Alles gut. Wie kann man, ein Stolzenberger, okay, der provoziert gerne, aber ein Polizisten, der seine Arbeit tut, er war 29, wie kann man einfach auf ihn einstechen und am Ende eine Mahnwache stören und schreien Nazis raus, obwohl der Polizist nur seine Arbeit gemacht hat? Und wie kann man einen JAler bitteschön für Mitleid oder bei einer Mahnwache ein Steinding gegen den Kopf werfen oder zum Beispiel ein Halemba verprügeln, Sachen klauen und den anderen JAlern auch Sachen kaputt machen? Oder allgemein, wie kann man als grüner Politiker sagen, ich stelle jetzt eine Gegendemo auf gegen eine Mahnwache für einen Polizisten? Und allgemein, ich frage mich, wie kann das passieren? Wie kann ein Mann einer schwangeren Frau in den Hinterkopf schießen und man findet gar nichts drüber? Zum Beispiel in Sylt, überall aufgeregt, Scholz direkt Video gemacht, aber wenn hier irgendwas passiert mit einem illegalen Immigrant, da passiert gar nichts. Da wird noch gesagt, so, ja,
Der hat ein Trauma. Wovon denn? Wovon hat er bitte schon ein Trauma? Von gar nichts. Und am Ende werden die noch an der Hand genommen. Ja, du bist auf einem guten Weg, ein Mitbürger zu werden. Du bleibst hier. Wie? Da gab es mal einen Fall. Ein Migrant hat ein Mädchen vergewaltigt. Und dann hieß es, ja, die kriegt 3000 Euro Schmerzensgeld. Und damit soll ich abfinden, weil sie hat viel mehr von 3000 Euro anstatt von 20 Jahren in Haft mit dem Typen. Genau, abschieben. Aber ich verstehe es nicht. Wie kann man sagen, ach, mit 3000 Euro ist die Sache gegessen und er ist auf dem Weg, ein guter Mitbürger zu werden? Ich kann es nicht verstehen. Wie kann man solche Menschen drinnen lassen und sagen, ach ja, 3000 Euro, damit sie euch zufrieden geben. Aber der Typ, was bekommt der? Gar nichts. Allgemein, ich schaue mir. Allgemein, ich schaue mir Videos an von Rentnern, die 400 Euro Rente bekommen, während irgendwelche Leute hierher kommen, gar nichts in ihrem Leben hier gemacht haben und alles in den Arsch geschoben bekommen und mit dem fettesten Karren rumfahren, während Rentner auf der Straße Pfandflaschen sammeln müssen. Die arbeiten hier jahrelang, die haben das Land aufgebaut und bekommen gar nichts, währenddessen Leute, die überhaupt nichts gemacht haben, alles in den Arsch geschoben bekommen. Und wenn die sich scheiße benehmen, ach ja, er hat ein Trauma, er ist auf dem Weg, ein guter Mitbürger zu werden. Ich bin ehrlich, ich habe kein Problem, wenn Leute herkommen, einen Laden aufbauen und sich hier benehmen. Sowas finde ich in Ordnung. Aber wenn man herkommt und sich scheiße fällt, man sollte rausgeworfen werden. Es gab ein Video von der Tankstelle. Da war einer, der hat das Wechselgeld einem Tankstellenpersonal ins Gesicht geworfen. Dann kam ein anderer und hat ihn auf Türkisch angeschrien, dass er sich benehmen soll, dass er hier nicht willkommen sei, wenn er sich so scheiße behalten würde. Sowas, gegen sowas habe ich kein Problem. Komm her, bau deinen Laden auf und was auch immer und du bist hier willkommen. Benimmst du dich scheiße, geh einfach. Sowas, wie, allgemein. Ich wohne hier, ich bin 17, ich bin hier in Gera aufgewachsen. Früher, es war sauber. Du konntest auf die Heinrichstraße gehen und es war sauber. Du gehst auf die Heinrichstraße und wirst teilweise von Fünfergruppen von 12-Jährigen dumm angemacht, die zu dir hingehen und sagen, ey, gib mal Geld, yalla, gib mal Geld, wo ich mir denke, du bist 12. Wo ich so alt war, da saß ich im Kinderzimmer und hab mich gefreut, wie schön mein Leben ist, aber hab nicht angefangen, irgendwelche Leute dumm anzuquatschen. Und ein was, die Sylt-Leute werden bloßgestellt, aber Leute, zum Beispiel der eine in Mannheim, alles wird zensiert, es wird nichts drüber gesagt. Scholz macht einen kleinen Post, ja, mit, ich denke an die Opfer, an die Familie, das gar nichts, aber zu Sylt, ja, so ein Benehmen ist nicht okay, sowas sollte verboten werden. Aber wenn ein Polizist abgestochen wird, da wird der Staatsschutz nicht eingesetzt, aber bei ein paar kleinen Sätzen, die niemandem wehtun, wird alles gemacht, aber bei einer wirklichen Tat passiert gar nichts. Wo ich mir denke, wie kann das sein, dass bei einem... Ja, noch ein paar letzte Worte. Wie kann das sein, dass, wenn eine Tat vollzogen wird, gar nichts gesagt wird und sogar dagegen gesprochen wird, aber wenn nur Worte gesagt werden... Ja. Wie kann das sein, dass bei einer Tat gar nichts gemacht wird und geschrien wird, Nazis raus? Wo ist man bitte schon ein Nazi, wenn man Mitleid und Solidarität mit einem erstochenen Polizisten zeigt? Ich verstehe sowas nicht. Könnt ihr sowas verstehen? Wenn man schreit, Nazis raus? Genau. Er ist aufgewacht, wollte seinen Job machen und wurde von einem niedergestochen. Allgemein. Sowas, sie kommen her und wollen uns sagen, wie wir unser Land zu regieren haben, obwohl wir hier länger wohnen als die überhaupt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und gebe das Mikrofon weiter. So, keiner weiß mehr wie ich, wie schwierig das ist, sowas das erste Mal zu machen. Deswegen meine Hochachtung vor den beiden. Danke, dass ihr den Mut hattet, hier zu sprechen. Danke. Okay, dann. Ihr könnt gerne montags immer dabei sein. Wir sind wirklich froh, wenn sich die Jugend anschließt. Ihr kriegt doch jederzeit die Gelegenheit, hier was zu sagen, weil so ein Mut muss belohnt werden. Du willst jetzt unbedingt noch was sagen, komm.
von 14 bis 17 meldet euch bei der JA Thüringen. Wir suchen immer weitere Leute, ihr lernt vieles, ihr lernt Politik, ihr lernt einfach so vieles, ihr geht wandern und so weiter. Mehr zu JA Thüringen, einfach Instagram JA Thüringen, bundesweit, ihr lernt sehr viel, macht Kameradschaft, macht was für euer Land und ja. Das ist ja mal eine super Empfehlung. Die Junge Alternative ist die Jugendorganisation der AfD. Danke für die Empfehlung. Und nun will ich es noch recht kurz machen. Sie haben es auch nochmal beide richtig gesagt, dass man medial fast gar nichts hört über die Mannheim-Geschichte. Das ist klar, dass man das totschweigen will. Wenn es einer von uns gewesen wäre, wäre der Aufschrei riesengroß. Und deshalb, wir werden im Großen nicht viel ändern können, aber wir können in Gera nochmal anfangen, was zu ändern. Deshalb geht am Sonntag alle wählen. Und es ist schwierig, das auch nochmal zu begründen, weil es gibt dort nicht den Richtigen. Aber es gibt eventuell den vielleicht etwas Besseren. Und somit den Lump, der jetzt im Amt ist, den wollen wir loswerden. Und das ein für alle Mal! Auch vielen, vielen Dank an Wolfgang Schmiedel, der den langen Weg heute aus Zwönitz hierher gewählt hat. Danke Wolfgang, du bist immer wieder eine Freude für unsere Ohren. Danke nach Zwönitz, Glück auf! Und natürlich auch an euch alle, vielen, vielen Dank. Geht am Sonntag wählen, macht das etwas richtigere Kreuz und kommt gut nach Hause. Jetzt hören wir noch die Nationalhymne. Eigentlich hatte ich heute vorgehabt, nachdem ihr beim Demokratiefest den Steinmeier gehört habt, wie er unsere Hymne verschandelt hat. Haben sie alle drei Strophen gesungen, die zwei Frauen, die da gesungen haben, die sahen aus wie auf Drogen. Und haben eine Scheiße gesungen. Also das war mehr als peinlich. Normalerweise müssten wir heute den Heino in allen drei Strophen hören. Aber ich denke, wir lassen es heute bei der einen Strophe und machen das nächste Mal. Danke, Gera!